Hey Hozocker, was geht's heute bei euch ab? Und danke für die 31 Abos schon mal. Ich begrüße ganz herzlich willkommen den, ich weiß nicht wie er heißt, ein neuer Typ, Abos, keine Ahnung, einen neuen Mensch zu unserer Gruppe. Und danke, dass du gekommen bist, egal. Und fangen wir jetzt mal schnell an. Und ich wollte heute... Hey, ich bin in Clash of Clans, wieso kommt... Egal. Und... Thema. Erstens, es wird noch sowas, eine Show geben. 10 Fails in Minecraft. Das habe ich schon immer versucht. Ich gucke, ob es noch kommt. Ist 10 Fails in Minecraft gerade zu bauen. Hätte ich jetzt gerade nicht so viel Bock. Ich gucke gerade nur, der Bert mal ein paar Looten. Das habe ich dann angeguckt. Hatte ich 29 Abos. Babu. Hatte ich 29 Abos da und dann gucke ich zurück, habe ich 31 auf einmal, okay. Ist geil. Und... Warte. Fadenverlauf. Ah ja. Wir, also Thema. Das Thema gibt's schon oft, aber typisch Lehrer jetzt. Typisch. So richtig typisch Lehrer wollte ich mal kurz machen oder irgendetwas über irgendetwas sprechen. Fangen wir mal kurz an mit typisch Lehrer. Es gibt hier so typisch Lehrer, die kennt jeder. In unserer Schule gibt es die, mein Freund kennt die, jeder kennt die fast. Es klingelt, ja? Ich beende hier den Unterricht. Typisch Lehrerspruch, das ist so typisch. Jetzt ohne Scheiß. Machen eine Klingel. Aber dann darf man nicht raufgehen, so richtig typisch. Oder was gibt's noch? Ach ja, ich geh von mir aus. Ich mach das gerade alles spontan, also ich überleg's mir gerade nicht so. Was gibt's noch für typische Sprüche, die machen? Das ist irgendwie der einzige, der mir eingefallen ist. Oder jetzt kommt noch ein typischer Mutter- oder Vaterspruch. Was auf dem Tisch wird, wird gegessen. Oder du lebst unter meinem Haus, solange du die Füße unter meinen Tisch hast. Solange du die Füße unter meinen Tisch hast. Wie geht das noch? Keine Ahnung. Solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, gelten meine Regeln. Typischer Spruch. Der kennt auch, glaube ich, jeder oder so. Oder ihr könnt nicht mit eurem Vater oder eurer Mutter verhandeln. Irgendwie haben die dann immer recht, egal was ihr macht. Sie geben nie zu, dass sie was Falsches getan habt. Ihr könnt nie mit denen, nie verhandeln mit denen. Das ist so. Niemals. Wenn ihr verhandelt, wird es noch schlimmer. So, sagen wir mal Beispiel jetzt. Ich fürchte als Mutter und so Vater. Warte. Noch so. Alter, ich finde kein Beispiel. Ein Beispiel, komm schon. Ah, spiel doch nicht immer so lange. Mama, ich habe erst vor 10 Minuten angefangen, also es kommt bei mir nie vor. Mama, ich habe erst vor 10 Minuten angefangen. Spiele nicht so lange. Egal, du hast schon vor lange gespielt. Blablabla. Und dann kommen sie irgendwann so, umso mehr du diskutiert, umso schlimmer wird's noch. Du kannst nie mit denen verhandeln. Es gibt Leute, die fair sind. Es gibt auch faire. Aber meistens kann man nicht mit denen verhandeln. Die haben immer recht. Und die wollen immer recht haben. Also manche Erwachsene lassen ihr Kind nicht so zählen, wie ob es ein Mensch wäre. Egal, was ihr macht, die haben immer recht und sie haben immer den Vorrang. Okay, auf die Welt gebracht, ja. Aber das heißt doch nicht, dass wir dann nicht als Mensch zählen. Jetzt ohne Spaß. Weiter. 4 Minuten. Mir fällt gerade keiner ein. Du.
Mir fällt gerade echt keiner ein. Oder wir können auch hier aufhören oder so. Mir fällt echt keiner ein. Aber erstmal holen wir uns jetzt mal richtig Snaggen und Gold. Ich will Gold snaggen. Wäre schon geil. Und ich hasse es so richtig. Das sind einfach jetzt nur Themas hinterher oder so. Keine Ahnung, ganz durcheinander. Ich glaube, es war typisch, was weiß ich. Typische Sachen im Leben. Was ich so richtig hasse ist, ich habe jetzt 2 Arbeiten an einem Tag oder 3. Was ich so richtig dann hasse, bei mir ist das so, ich übe erst für eine und wenn die fertig ist, übe ich für eine andere. Deswegen übe ich sogar, habe ich meine Arbeit, übe den einen Tag und habe eine 1 gekriegt bei NWA. Und ich schaffe das einfach nie. Was kann man hier? Geil. Ja, jetzt verliere ich wieder den Faden. Ich schaffe das einfach nie und ich hasse das, wenn 2 Arbeiten an einem Tag ist, dann kann ich nur für eine üben. Ich vergesse dann immer die andere. Ist das nicht so bei euch? Und unser Clan hat sich sehr gut weiterentwickelt. Muss ich mal sagen. Es hat sich weiterentwickelt. Das Niveau ist höher gestiegen. Also Bronzeleute sind hier kaum noch da. Jetzt kommen die Bronzeleute. So ein paar sind noch da. Und hier, das Niveau steigt so. Ja, das finde ich schon gut. Wir werden alle ein bisschen besser und dann sehen wir bald Kristall. Der da wird bald Kristall sein. Dann haben wir 9 Kristalle. Und hoffentlich steigt das Niveau auch noch. Im Clan-Krieg haben wir leider verloren. Und ich finde nicht so gute Themas. Also mit Thema kann man über mich nicht scheißen. Gar nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare wie es nochmal Fragen schreiben. Ich kann sie auch für euch beantworten, wenn ihr wollt. Alter, wie verrückt muss das sein? Alter. Ihr kennt Minecraft Clash. Wer es nicht kennt, guckt es euch an. Ich bin für Paluten. Denn Paluten ist noch nicht gestorben, hat jetzt ein Barett. Wer das nicht kennt, soll sich mal M3 angucken. Barett ist eine Sniper. Und der hat es gerade in Minecraft. Wenn auch sowas rauskommen würde bei Minecraft PS3, würde ich gerne auch sowas machen. Und das will ich jetzt nicht auf Nachmachen meinen, denn Krieg, das ist doch keine Nachmache, wenn man Krieg macht. Jetzt ohne Spaß. Das bleibe ich auch bis jetzt so machen. Ich putze mir um 6 Uhr morgens die Zähne und noch um 10 Uhr oder was weiß ich so. Nachmacher, du machst das. Ich mach das auch so richtig. Es ist so eine Sache, wie ob. Keine Ahnung. Ich habe gerade ein schlechtes Beispiel gefunden. Du guckst Herr Bergmann, Nachmacher. Das sind so Sachen, die. Das macht man einfach nach oder so. Das ist aber keine Nachmache, denn das ist wie ein Spiel. Oder wenn ihr Minecraft kauft und einer sagt Nachmache, nee. Das ist so ein bekanntes Spiel. Und ich werde das auch noch machen wegen mir Bomben. Sehr gefallen, aber nur ein Spiel. Und ich werde dann so ein Projekt machen, wenn es Mods rauskommt. Ein Bombenprojekt. Wo man mit Bomben und alles, keine Ahnung, gegnerische Base kaputt macht wie Clash. Einfach geil. Wenn da Leute noch mitmachen würden. Komm, wir machen noch einen Angriff. Aber jetzt haben die Karte eine Chance. Alter, ich will einfach das Gold, das snack ich mir auch, glaube ich, jetzt.
Ich will das unbedingt jetzt snaggen. Och, komm schon, richtig viel Gold. Ich will's. Ach nein, ich brauche am meisten. Ich brauche am meisten, hier ist nochmal Elixier. Dann kann ich gleich Heiler machen. Das wäre richtig geil. Elixier ist hier hoch, aber schwer anzugreifen. Alles in der Mitte. Okay, sollen wir es wirklich mal machen? Okay, wir können ja nichts verlieren. Wir machen einfach... War klar. Och, leg mich... Mach die alle da vorhin, gell? Also, wir machen das jetzt. Komm, let's go. Oh nein. Es war so klar, dass wir immer irgendetwas haben. Nee, komm, mach die Burg erst schnell kaputt. Alter, so... Nee, das schaffen wir nicht, da reinzugehen, oder was? Das schaffen wir niemals. Kannst knicken, das schaffen wir nicht. Das setzt sich doch, glaube ich, nicht lieber ein. Och, das wäre aber so geil, hätten wir es geschafft. Wir hätten so viel Kohle gemacht. Aber so viel. Och, dann snaggen wir uns einfach nichts. Nios. Wenn der tot ist, mach ich einfach beenden. Ach, das wäre einfach so geil, hätten wir es geschafft. Leck mich. Wir haben uns ein bisschen gesnackt. Ein bisschen ist ja auch gut. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein bisschen. Mir fällt gerade nicht ein, was wir für ein Spiel mal spielen sollten. Wenn mich einer fragt mit Modern Combat, dann raste ich aus. Jetzt ohne Spaß. Ich kann das Spiel einfach nicht. Ich habe es gespielt, die Story, wie ich es aufgenommen habe. Und ich bin immer nur gefailt. Ich kann das einfach gar nicht. Ich kann das richtig nicht. Und Minecraft Clash nicht vergessen angucken. Für 10 Fails, das kommt 100 Pro noch. Und damit würde ich auch sagen, das war's mal für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich will was richtig Gutes verbessern. Okay, jetzt lasst den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Bis bald. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Bis bald, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen hoch da. Bye.